Sendung. Moin, moin. Auf besonderen Wunsch jetzt mal ein paar Sachen gekauft, wo ich meine, dass es die in Deutschland nicht gibt, beziehungsweise wüsste ich nicht, dass es die dort gibt, zumindest nicht im normalen Markt. Und dann habe ich so ein paar Sachen jetzt geholt, so kleinere Portionen, weil die gibt es ja immer so in Riesenportionen. Und da werde ich jetzt das einzelne Ding jetzt mal aufmachen und ich habe hier jemanden vor mir sitzen, der mit mir das Ganze testet. So, was haben wir alles da? Also, Nummer 1 ist Reese's Fast Break, irgendwas typisch Ami-Kanadisch mit Erdnussbutter natürlich drin. So sieht das Ganze aus. Gibt es natürlich in noch größeren Portionen. Ich habe hier schon die kleinste Truckstop oder Tankstellen-Version gekauft. Das ist die Nummer 1. So, die schneide ich dann jetzt mal auf für uns. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt, ob wir das mit irgendwas vergleichen können. So, ich mag eigentlich ganz gerne Peanut Butter Sandwich. Stehe ich eigentlich voll drauf. Ich mag auch Erdnüsse. Weißt du, was ich richtig gerne mag? Planters Honey Roasted Peanuts, kennst du die? In so einem Glas drin kann man die kaufen. Die sind honiggeröstet, so ein bisschen süß, salzig, keine Ahnung. So, jetzt habe ich hier mal einen Teller, Messer. Kleine Stücke müssen reichen, oder? So, das ist die Konsistenz. So sieht das Ding aus. Innen drin wird wahrscheinlich das dunklere, wird auf jeden Fall Erdnuss sein, ne? Erdnusscreme, unten drunter eine Waffel, würde ich sagen, und drumherum Schokolade. So, das testen wir jetzt mal. Bitteschön, hau mal rein. Was? Das ist Duplo. Duplo? Stimmt, ein bisschen hat das was davon. Snickers. Habe ich auch gerade gedacht. Also, der Kollege, den ihr nicht hört, hat gerade als erste Kommentar abgelassen, Snickers. Ich habe genau das gleiche gedacht. Also wenn du reinbeißt, hast du das Gefühl, so schokoladig, cremig, die Nüsse, die festen Nüsse, die fehlen, ne? Ja. Aber der Geschmack ist echt gerade Snickers, ne? Snickers, wenn du schon ein bisschen gekaut hast, ja. Wenn du Snickers schon ein bisschen die Nüsse durchgekaut hast, ja. Und den Geschmack in den Mund hast. Also ich mag es, ich mag ja gerne Snickers. Hm. Ja. Hm. Würde mir gefallen, wenn ich jetzt sagen würde, hab da wohl irgendwie Bock drauf und Snickers ist gerade nicht zu bekommen. Achso, ist dir schon mal aufgefallen, es gibt kein Milky Way hier. Ja. Also das blaue Milky Way, was wir in Deutschland haben, ja. Das gibt es gar nicht. Es gibt ein Milky Way in einer grünen Verpackung, ist aber so ähnlich wie Mars. Da ist auch Karamell drin. Und was war noch? Und Mars, jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht warum. Ich wollte mal schauen, was die für Mars-Sorten haben. Und ich habe kein Mars gefunden. In den ganzen Regal. Ich war in 3 oder 4 Läden, gab es kein Mars mehr. Ja, ganz komisch. Snickers konntest du kaufen, den anderen Kram hier, alles was es da gibt. Aber es gab das normale Mars, das wir kennen. Gab es nicht. So, Test Nummer 2. Baby Ruth. Wer Goonies gesehen hat, da ist dieser Bekloppte, der da drin sitzt, der gefangen ist. Der sagt immer Baby Ruth. Ey, ich glaube, Baby Ruth hieß nicht irgendwie ein bekannter Baseballspieler in den Staaten, hieß Baby Ruth. Ich glaube, der hieß so, oh, hast du noch was ins Spiel gebracht? Also wir haben gleich noch was anderes, was ich gar nicht geplant habe. Also, Baby Ruth, was soll es sein? Two-Piece Share Pack. Was haben wir denn da? Was soll das denn sein? Fuck. Das ist so klein geschrieben, dass ich das gar nicht lesen kann. Auf diesem Silberpapier. Roasted Peanuts und allerlei anderer Kram, der da immer rein muss. Machen wir mal auf.
Also Babyhut. Da sind zwei solche Stücke drin. Ein bisschen länger als jetzt ein Mars oder ein Snickers. Schauen wir das mal an. Und, oh, guck mal, da sind die Snickers mit Nüssen. Da, genau, jetzt kommt der Snickers mit Nüssen wahrscheinlich. Jetzt haben wir da Erdnüsse drüber. Mal ein bisschen auseinanderhalten hier. So. Also, Aufbau. Was ist denn das? Oben drüber feste Nüsse, Erdnüsse, Schokolade drumherum, in der Mitte irgendeine Creme, die ich jetzt noch nicht weiß, wie sie schmeckt. Und dann probieren wir mal. Schmeckt jetzt interessanterweise nicht nach Snickers. Stimmt. Aber der Kollege sagt, schmeckt jetzt überhaupt nicht nach Snickers. Ich habe gerade überhaupt noch keinen Geschmack irgendwie daran. Ich kaue und kaue und empfinde irgendwie noch gar nichts. Das war's auch. Kommt irgendwie nichts. Was ist das denn? Was ist das? Ich bin fast damit durch und irgendwie... Klebt den Mund zu, oder? Ja, klebt alles. Also wenn mir das einer gegeben hätte und ich hätte jetzt nicht gewusst, was da drin ist oder drin sein soll. Ich nehme mal einen zweiten noch hinterher, vielleicht kommt es gar nicht. Vielleicht kommt es erst mal zwei mit drin, oder? Nee. Oder doch? Guck jetzt mal an richtig da, wo das geschnitten ist. Kann das sein, dass da ein bisschen Karamell zwischen ist? Zwischen den Schichten. Seht ihr das? Ja, stimmt. Da ist irgendwie was so am Rand, ist so eine ganz dünne Schicht. Karamellig könnte sein, aber. Also sorry Jungs, da passiert gar nichts bei mir. Bei dir auch nicht? Also, wenn jetzt einer irgendwas Süßes, einfach nur was Süßes haben will, weil er gerade das irgendwie braucht oder keine Ahnung, Geschenk gekriegt hat, dann würde ich sagen, kann man sich das holen. Ich würde jetzt nach diesem Test hier das nicht gezielt holen. Also weder die Erdnüsse kommen durch, noch irgendwie was anderes, auch das, die Schokolade nicht. Irgendwie schmeckt das einfach nur, es klebt dir alles zu, es hängt mir in den Zähnen drin. Ne, also, Babyruß, nicht mein Ding, auf keinen Fall. Ist jetzt nicht widerlich, ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh mein Gott, wie kann man nur? Ich sag mal, jetzt in den Bergen, gewandert, Gewitter, kommst nicht mal runter ins Tal, Hubschrauber kommt auch nicht. Und du musst überleben, dann kannst du mit diesem Riegel das tatsächlich überstehen. Schmeckt nicht toll, aber es ist anstrengend zu essen irgendwie. Richtig, genau, anstrengend. Ein Kollege sagt gerade anstrengend. Das ist es. Kaust dich zu Tode an dem Ding. So, jetzt kommen wir zu zwei Sachen, oder erstmal eins. Da tue ich mich erstmal schwer mit überhaupt das Ding zu probieren, weil das ist Trockenfleisch. Also die Amis stehen voll auf Beef Jerky, nennt sich das. Und jetzt habe ich hier eine richtig gute Marke, also das ist das, was so top ist, Jack Links Beef Steak Strips, oder Stripes, Strips. Habe ich einfach nur genommen, weil das jetzt eine kleine Packung ist, weil das Ganze gibt es natürlich in riesigen Tüten, keine Ahnung, einen halben Kilo, ein Kilo, was auch immer. Und das verkauft sich wohl wie dumm, das Ganze, aber ich habe mich da bislang echt noch nicht rangetraut. Ja, ist also 100% Beef. Das ist jetzt wirklich nur so ein Snack für so zwischendurch zum Mitnehmen. Und dann, ja, soll nach irgendwas schmecken. Ich weiß es aber echt nicht, wie. Ich habe da so ein bisschen Respekt vor. Also ich kenne Trockenfleisch überhaupt nicht. Du, hast du schon mal gehabt? Auch von der Marke? Das weiß ich nicht. Mit Geschmack oder ohne Geschmack? Was ist das denn hier? Ist da Soße bei? Was ist das?
not eat steht da drauf. Also wenn da do not eat draufsteht, sollte man das besser nicht machen. Also nehmen wir mal nur das... Was ist... Oh. Also, es riecht fleischig. Weißt du, woran mich das erinnert? Riech mal. Weißt du, woran mich das erinnert? Beefy. Es riecht nach Beefy. Also ich mochte eigentlich immer ganz gerne Beefy, Beefy Rolls. Das erinnert mich jetzt voll daran. Da bin ich ja gespannt, ob ich das mag oder nicht. Also Beefy mochte ich immer. Also so sieht der kleine Klumpen aus. Das kriegt man normalerweise in Tüten, wo die Dinger irgendwie so 3-4 Mal so lang sind. Dünner gibt's die, dicker gibt's die. In allen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Teriyaki und süß-sauer und Pfeffer und Pepperjack und keine Ahnung, very hot und noch hotter denn je. Und das ist jetzt die normale Version. Schneiden wir mal durch, gucken wir mal, ob das... Wollen wir erstmal klein anfangen. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Da ist sofort rüber geflippt. So. Es riecht total nach Beefy. Ich kann es nicht ändern, ne? Ja, beißen wir mal rein. Sag mal was dazu. Das hat einen leichten Touch von einem Beefy, ne? Einen ganz leichten. Ich würde sagen, Beefy ist ein bisschen würziger. Ne? Hier fehlt die Würze so ein bisschen. Aber ich finde es jetzt nicht unangenehm. Also ich würde es jetzt nicht... Ja, das ist, als wenn mir jetzt wirklich einer sowas ähnliches wie Beefy unterjubeln würde, so würde es schmecken. Also ich würde es jetzt... Wirklich nur das reine Fleisch ohne großes Gewürz, oder... Ja, leicht salzig, ja, ist das. Oder? Teriyaki-Touch, ne? Aber nee, ist es ja nicht. Ist ja keins. Nee, ist keins. Doch, ist wohl. Ja. Stimmt, du hast recht, er hat recht. Das ist jetzt nicht ganz ohne, sondern das ist Teriyaki. Geschmack, Gewürz, was sagt man dazu? Was ist Teriyaki? Eine Soße, ne? Ist ein Gewürz, aber ist eine Soße eigentlich, ne? Asiatische. Okay, also. Beef, Steaks, Strips. Darf ich das sehen? Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt wirklich kaufen wollen, weil ich sage, das ist der Hammer. Aber man kann es essen. Also wenn man jetzt unterwegs ist, ich gehe mal davon aus, dass man sowas das irgendwie so als Snackpack irgendwo hat, wenn man unterwegs ist, mit dem Fahrrad oder am Wandern ist oder auf langer Tour und man würde sich so ein Ding zwischen, keine Ahnung, zwischen irgendwelchen anderen Sachen, vielleicht noch ein Bagel dazu oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das wohl essen könnte. Aber wie gesagt, ist nicht etwas, wo ich jetzt voll darauf abfahre, dass ich jetzt sage, das kaufe ich jetzt immer. So, dann haben wir das. Was haben wir noch? Twizzlers. Twizzlers gibt es in Deutschland auf keinen Fall. Ne? So, das sind Twizzlers. Auch eine kleine Packung. Da sind hier so Stangen drin. So. Kein Lakritz. Geschmacksrichtung gibt es in Sherry. Und hier haben wir jetzt Strawberry, also Erdbeer. Sind so Gummistangen und die gibt es wie gesagt in Kirsche, Erdbeer und ich glaube es gibt auch Lakritz, habe ich ja vor kurzem mal gehabt und ja, ich würde sagen, das gibt es auch nicht in Deutschland. Soll ich dir mal einen anbieten hier? Das riecht aber sehr intensiv. Also ich habe ja generell, habe ich ja immer so das Problem, also hier so sieht das Ding aus. Ein bisschen gedreht irgendwie, so, ja, so, boah. Und ja, so ein handliches Ding. Ich sehe immer sehr viele Kids, die das essen, Kleinkinder, die sich das alle reinziehen. Also es wird gemocht von den Kindern, das wird ziemlich viel verkauft. Mein Kollege, der macht gerade Faxen. Und was soll ich denn dazu sagen? Ja, so ein Gummiding hier, so ein Propeller-Gummiteil. Und wenn man da reinbeißt. Ich habe immer ein Problem mit manchen Sachen bei den Süßwaren, bei den Amerikanern, dass sie manchmal einen leichten Touch haben, aus meiner Sicht künstlich zu schmecken.
Das ist jetzt gerade für mich der Fall. Wie sieht das bei dir aus? Auch? Das ist leichter, unbekannter, chemischer Geschmack. Das Erdbeer, was es sein soll, habe ich noch nicht so richtig, dass ich sage, das ist Erdbeer. Also wenn es jetzt nicht drauf gestanden hätte und ich hätte das jetzt von jemandem bekommen, hätte ich nicht unbedingt sofort gesagt, ah, Erdbeer. Hätte ich auf keinen Fall sagen können. Ja, so ein Plastik. Plastik, echt? Haben wir im Vergleich, haben wir schon mal Plastik gegessen? Ich noch nicht, aber man sagt einfach, es ist Plastik. Also weil man das irgendwie wirklich nicht, weil wir das nicht kennen, wir sind da nicht drauf programmiert. Und die Süßigkeiten, die es bei uns gibt, mit nichts vergleichbar. Also Konsistenz ist Weichplastik, riecht wie Badplastik, schmeckt auch ein bisschen wie Plastik. Das ist mit einem Kabel, kaufst du. Genau, ein Kabel, ein Stromkabel. Als würde ich jetzt irgendwie ein Stück vom Stromkabel knabber. Ja, keine Ahnung. Kann man auch essen wieder, wenn man sagt, man hat nichts anderes. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt dauerhaft essen könnte. Ich will dazu sagen, ich mache das Ganze jetzt wirklich nur, weil ich ja bewusst jetzt drei Leute von euch, die zuschauen, Kumpels, haben gefragt, ob ich das mal machen kann, so ein paar unbekannte Sachen hier mal vorzustellen. Deswegen mache ich das. Das sind keine Sachen, die ich jetzt irgendwie selber kaufen würde, ganz normal. Es gibt natürlich auch Dinge, die schmecken, auch bekannte Sachen. Ups. Aber ja, ich will da bewusst so ein paar Sachen raussuchen, die man so in Deutschland vielleicht nicht kennt. Wahrscheinlich kennen das jetzt die ganzen Leute, die schon mal in Amiland waren. Auf jeden Fall. Die haben das auf jeden Fall schon mal probiert oder gesehen. So. Was hast du? Ingredients. Inhaltsliste. Oh nee, möchte ich gar nicht machen. Also die Inhaltsliste ist wirklich sehr, sehr lang. Das hört sich wirklich nicht gesund an. Ich würde gerne jetzt sagen, da sind Erbsen, Möhren und Ginger drin, aber ist es auf gar keinen Fall. Also das Päckchen kann richtig Schaden anstellen, glaube ich. Low-Fat-Snack ist es aber. Ja, also wenig Fett drin, aber viel Zucker. So, dann haben wir das Vorletzte. Dieses ist auch wieder so ein fleischiges Teil. Ich muss das mal so ganz langsam dran vorbei. Slim Jim Original. Das ist das Mutterschiff, das da vorbeifliegt. Ja, das ist tatsächlich so lang. Auf der Rückseite ist es offen. Das ist auch wieder so ein Beefy-Teil. Aber wie gesagt, von einer anderen Marke. Und liegt auch im gleichen Regal neben dem anderen, was wir eben hatten. Von wie heißt er noch? Von Jack Links. Und das soll auch so ein, an der Tanke so ein Pausensnack sein. Geht den Scheiß nicht auf hier, fuck. Entschuldigung für den Scheiß. So, da kommt er dann raus, dieser lange Stängel. Uiuiui, der kann es einen mit umbringen. So, dann gebe ich dir mal. Das ist deiner. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man den noch pellen muss. Nee, ne? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist irgendwie so ein. Also sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. So sieht das jetzt gerade aus, aber ich glaube. Muss man nicht abpellen, ne? Riechen bitter. Die kenne ich. Was denn? Aldi hat die in so. Was? 10er Päckchen und so. Was? Hier in Amiland? Ja, aber in Deutschland nicht. Also ich rieche jetzt hier irgendwie. Also der Geruch ist für mich jetzt erstmal unangenehm. Riechen tut es ein bisschen bitter. Und der Geschmack ist pfeffrig. Sehr, sehr. Oh, fuck. Nee, was kommt da denn raus? Oh, da ist aber wirklich was Scharfes drin, ne? Da Cheyenne oder irgendwie sowas ähnliches. Irgendwie sowas. Also Chili, Cheyenne. Oh, das ist jetzt aber richtig. Oh. Ich habe nur ein kleines Stück gegessen, wenn ich das Ganze essen würde. Für mich wäre das zu scharf schon. Also der Geschmack ist für mich zu scharf. Also Fleisch ist klar. Aber
Das sieht so komisch aus. Das ist so dunkelbraun. Guck mal, seht ihr das? Das ist dunkelbraun. Faserig, ein bisschen trocken faserig. Und wenn man länger drauf rumkaut, wird das richtig scharf. Schwein, Rind und Hühnchen. Also ein Mix. Irgend so ein Meat Mix. Nee, geht bei mir überhaupt nicht. Nee, sorry. Muss ich auf jeden Fall weghauen. Das war also der Slim Jim nennt sich der. War nicht mein Ding. Auf keinen Fall. Kann ich nicht mal ein weiteres kleines Stückchen von essen. So, und dann haben wir Rice Krispies. Von Kellogg's Rice Krispies. Das sind ja normalerweise die Cornflakes, die man da hat, die ganz normal, diese kleinen Reisdinger mit Milch. Und hier ist das jetzt so ein Riegel, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es sowas nicht auch in Deutschland gibt. Da bin ich zu lange raus. Ich habe ewig kein Cornflakes in Deutschland gegessen. Das ist so ein bisschen wie eine Reiswaffel sieht das aus. So Puffreis. Okay. So ein Ding ist das. Süß. Very süß. Aber schmeckt. Weil es süß ist. Hat einen vanilligen Geschmack. Also Milch-Vanille-Geschmack irgendwie. Ein bisschen klebrig. Aber schmeckt. Also mir schmeckt's. Also den kann ich durchaus auch ganz aufessen. So ein aufgepufftes Ding, so Puffreis, keine Ahnung, Körner, sehr, sehr leicht, keine Ahnung, aufgebacken oder was auch immer und auf jeden Fall glasiert. Da ist aber Zucker drin, Alter, 100 Pro. Also das ist so dermaßen süß, also es schmeckt mir auch. Auch geschmacklich irgendwie so ein bisschen vanillig oder so Creme, Milchcreme, vanillig, aber es ist so dermaßen süß. Geht aber so, ein ganzes Ding hat 90 Kalorien. Das Ding hat das Doppelte. Echt? Also blöde Fleischdinge sollen mehr Kalorien haben als dieses Ding. Ja, kaum 130. Kaum zu glauben. Ja. Gut, das war's. Mehr habe ich nicht. Das nächste Mal kommen wieder ein paar andere Sachen. Ich muss gucken, dass ich da irgendwie ein bisschen dranbleibe, was ich gehabt habe und was ich noch nicht gehabt habe. Und fürs nächste Video suche ich mir wieder ein paar andere Sachen aus. Ich muss dann mal gucken, dass ich so kleinere Portionen irgendwie finde. Weil diese ganzen Sachen gibt es natürlich auch in riesen Portionen, so Family Packs und so. Und da will ich jetzt natürlich auch nicht so viel Kohle rausschmeißen, dass ich dann sage, den Rest schmeiße ich weg, wenn ich es nicht mag. Ich bin generell auch nicht so, dass ich jetzt hier jeden Tag süßes Futter, das kann ich nur ab und an mal machen, sonst geht das bei mir auch in die falsche Richtung. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und danke dem Kollegen. Dankeschön. Vielen Dank.